herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Nachmittag und Ralf und ich waren gerade einkaufen. Ich habe auch schon den Haul für euch abgedreht und jetzt räumen wir mit Raphael einfach mal die Einkäufe weg. So viel ist das nicht, aber er will unbedingt die Wassermelone anschneiden und ich habe ihm gesagt, komm, dann hilf mir ein bisschen, dann ist es schneller erledigt und wir können ein bisschen entspannen und Wassermelone schnabulieren. Und genau das tun wir. In die Tasche schmeiße ich einfach das, was in den Anbau rein muss, ne, wie Katzenfutter und so, irgendwie Getränke und solche Sachen. Das schleppt Raphael jetzt nach hinten und verräumt es da. Und ich fühle solche Sachen wie Mehl, Nudeln und so Fleisch um und verräume es dann auch an die richtigen Plätze. Raphael hat schon die Wassermelone geholt und will sie gleich anschneiden, aber vorher packt er erstmal was aus, was er für eine gute Freundin von ihm zum Geburtstag besorgt hat. Das sind irgendwie so Freundschaftsarmbänder, glaube ich. Und ja, zeigt mir, was er da bestellt hatte, was heute angekommen ist für ihn. Ja, und dann schnippelt er oder versucht mit meiner Anleitung die Wassermelone zu schneiden. Und sobald die Einkäufe verräumt sind, setzen wir uns einfach gemütlich hin und essen ein bisschen Wassermelone. Am Nachmittag, wo es gerade so warm war, war das genau das Richtige und die Wassermelone war richtig lecker. Nachdem wir ein bisschen Wassermelone gegessen haben, habe ich mich entschieden, erstmal für kurze Zeit Haushalt sein zu lassen und in den Pool zu gehen. Es war heute sehr warm, das Wasser war aber leider noch oder trotzdem ziemlich kalt. Naja, ich habe es geschafft, ich bin dann rein. Raffi ist dazugekommen, aber so richtig rein wollte er dann doch nicht, nur so ein bisschen, nur so halbwegs, ne? Wir hatten aber trotzdem viel Spaß, haben Quatsch gemacht. Ich war aber tapfer. Ich bin dann richtig ins Wasser und bin Viertelstunde mindestens hin und her geschwommen, nachdem Raffi wieder weg war. Aber vorher erstmal ein bisschen rumblödern. Das Wasser hat wirklich nur 22 Grad, also warm ist was anderes. Wassergymnastik wollte er nicht machen, dafür haben wir uns aber erstmal eine Schlacht geliefert. Und danach ist der Kerl wieder raus. Und ich bin dann drin geblieben und habe ein bisschen ja, Sport gemacht, wenn man das so nennen kann. Einfach mal hin und her geschwommen ein bisschen. Das hat auch ganz gut getan, so zwischendurch. Ist höchstwahrscheinlich das letzte Mal für mich oder das fast letzte Mal, wo ich den Pool nutzen kann, weil es doch ja relativ frisch wird langsam. Ja, und da der Haushalt leider nicht wegläuft, muss er trotzdem erledigt werden. Und genau das mache ich jetzt. Die Geschirrspüle ist vorhin fertig gewesen. Die Männer haben mir ihre Dosen und Thermobecher nach Hause gebracht. Ist ja klar, ne? Die nehmen einiges mit zur Arbeit. Und das steht da jetzt alles rum und muss dementsprechend ja, sauber gemacht werden. Also räume ich den Geschirrspüler aus, dann wieder ein und mache den auch gleich an. Und dann bereite ich auch schon mal ein bisschen was fürs Abendessen vor. Ich habe hier Hähnchenbrustfilet, dann mein Hähnchengewürzmix von Just Spices und das Hähnchenfilet würze ich einfach damit. Dann ein bisschen so einen ganz kleinen Tropfen Öl, Salz, Pfeffer und ein bisschen noch zusätzlich Paprikapulver. Und das vermenge ich einfach alles mit dem Fleisch.
einlegen und lasse ja so 20 Minuten, vielleicht ein halbes Stündchen stehen, damit es ein bisschen marinieren kann, bevor ich das weiter verwerte. Und jetzt schäle ich einfach mal einen Berg Kartoffeln. Heute nicht ganz so viel wie sonst, weil wir nur zu viert sind, aber trotzdem mehr, als wir tatsächlich für heute zum Essen benötigen, weil ich ja vielleicht morgen einfach mal einen Kartoffelsalat oder sowas fürs Wochenende machen möchte. Die Kartoffeln wasche ich dann ab und setze die gleich auch auf. Zwar noch nicht anmachen, aber schon alles in den Topf rein, Wasser dazu und ein bisschen Salz. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird das einfach angestellt und ja. Und jetzt mache ich ein bisschen was für die Soße. Es wird nicht viel sein, nur ein paar Paprikas und eine Zwiebel. Das schäle ich alles und schneide das zurecht. Und was ich damit genau vorhabe, erzähle ich euch ein bisschen genauer. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt zu einem regulären Vlog. Ich habe heute nämlich schon einen Foodhaul für euch abgedreht, den bekommt ihr extra. Und jetzt, ja, der ganz normale Alltag. Wir haben, ja, kurz nach 5:30 am Donnerstag. Ja, so viel gemacht habe ich heute nicht. Ich war mit Raffi einkaufen. Ja, habe es so gelegt, dass er nach der Schule gleich dazukommt zu Lidl und wir waren in drei Geschäften, aber das habe ich alles jetzt im Hall erzählt und gezeigt. Und danach haben wir, ja, ich sag's mal so, ich habe es erstmal für kurze Zeit auf den Haushalt gepfiffen und bin in den Pool gegangen mit Raffi, weil ja, wir haben die letzten warmen Tage, nehme ich mal an. Die Nächte sind schon ziemlich kalt, der Pool ist auch dementsprechend kalt, ne, das Wasser, weil es gar nicht mehr so richtig warm wird. Egal wie heiß es am Tag so für ein paar Stündchen ist, und es war heute sehr warm teilweise, aber das Wasser wird nicht mehr richtig warm. Das kühlt im Laufe der Nacht ab. Ja, und ich nehme mal an, dass das tatsächlich so die letzten Möglichkeiten sind, in den Pool zu gehen, weil ab Samstag, sagen die Wetterquackis, wird es wieder kälter. Und windig und Regen und weiß der Geier was noch alles. Deswegen habe ich gedacht, ist mir jetzt wurscht, ich will in den Pool, alles andere kann warten. Und genau das habe ich gemacht. Dementsprechend wird das Video auch, denke ich mal, nicht so voll sein mit Ereignissen. Obwohl, ich laufe eigentlich nachmittags immer in zu Höchstform auf. Ich bin eine Eule. Ich gehe spät schlafen, stehe spät auf, wenn ich das kann, wenn ich das darf, wenn nicht irgendwelche Termine oder sonst was für Verpflichtungen sind. Dafür klotze ich aber am Nachmittag und abends richtig ran. Ne, das ist bei mir halt so und jeder ist da ja zum Glück anders. Deswegen denke ich mal, ich werde heute noch einiges erledigen und nehme euch einfach mal mit. Und jetzt wird gekocht. Ich habe mich heute für was Einfaches entschieden. Tatsächlich was mega Einfaches und ohne großen Aufwand. Ich habe hier jetzt ein paar Kartoffeln. Ich habe extra ein paar mehr aufgesetzt. Dann kann ich morgen was damit machen fürs Wochenende. Entweder Salat oder ich brate die morgen an oder irgendwie sowas. Und jetzt brate ich dazu noch Hähnchenbrustfilet. Hier sind genau 4 Stück, die ich in Hähnchengewürz von Just Spices und ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver für, was weiß ich, 20 Minuten gerade so gewürzt habe, mariniert habe. Und jetzt brate ich das einfach nur an. Meine Pfanne ist sogar schon heiß
Und deswegen gebe ich das jetzt erstmal in die Pfanne rein und dann erzähle ich euch weiter, wie ich noch gedenke, weiter vorzugehen. So, Pfanne, minimal Öl, Fleisch. Einfach nur einmal kurz von allen Seiten anbraten. Passt wunderbar rein. Genau 4 Stück sind es. Ja. Das ist so irgendwie gerade. Wir sind momentan zu 4 bis morgen. Ja, und in der Packung von 4 Stück Fleisch. Das ist irgendwie, glaube ich, so eine kleine Vorbereitung für mich. Vorgeschmack darauf, wie es wird, wenn das nächste Kind auszieht. Aber zum Glück will gerade keiner ausziehen. Noch nicht. Ja, was habe ich jetzt noch vor, damit zu machen? Ich habe hier 4 kleine Spitzpaprika, ein bisschen geschält und geschnitten und eine Zwiebel. Das wird dann für die Soße gleich verwendet. Wenn das Fleisch ein bisschen angebraten ist, hole ich das raus und brate das Gemüse an. Dann wird das aufgegossen mit Sahne oder irgendwie sowas. Zeige ich euch gleich alles. Auf jeden Fall daraus mache ich die Soße, in der dann das Fleisch zu Ende garen wird. Das ist unser Abendessen. Mehr wird das nicht sein, denke ich. Eventuell Salätchen. Ich hole gleich noch ein paar Tomaten aus dem Garten, also irgendwie sowas wird das sein. Vielleicht mache ich auch noch Tomaten rein. Überlege ich mir noch. Aber als erstes darf das Fleisch anbraten. So, wenn das Fleisch ein bisschen angebräunt ist von beiden Seiten, hole ich es raus und brutzle einfach in dem gleichen Fett zuerst die Zwiebel an. Vielleicht hole ich noch ein bisschen Knoblauch. Das passt eigentlich auch ganz gut rein. Es ist aber jetzt keine richtige Gemüsesoße. Ne? Also ich werde nichts anderes mehr großartig hier reinpacken. An Gemüse. Ich nehme jetzt einfach mal eine kleine Solo-Knoblauch. Habe ja vorhin frischen, also neuen gekauft. Meiner war schon alle. Den schneide ich einfach nur grob. Sonst verbrennt er zu schnell. Und gebe mit rein. Einfach kurz anrösten, nur leicht anbräunen, das Ganze hier, ne, die Zwiebel. Oh, die Kartoffeln kochen schon, einmal runterstellen. So, und dann gebe ich die Paprika rein. Und auch nur kurz anrösten. Ich habe mir noch gedacht, ich gebe ein bisschen Tomatenmark rein, so ein Esslöffel. Es wird keine richtige Tomatensauce sein, aber so ein bisschen tomatig. Das Tomatenmark auch einmal kurz anrösten. Ja, und jetzt wird das einfach aufgegossen. Ich habe hier Cremosano zum Kochen. Nehme ich eine Flasche rein. Die Flasche spüle ich einfach mal aus und gebe noch ein bisschen Wasser mit dazu. Das sieht ja schon richtig lecker aus, finde ich, also die Soße. Dann habe ich hier Creme leicht Kräuter. Die gebe ich auch mit dazu. Ein bisschen Salz, Pfeffer, nicht zu viel, das Fleisch ist ja schon ein bisschen gewürzt, lieber nachher noch mal abschmecken.
noch ein bisschen Paprikapulver. Und jetzt lege ich das Fleisch einfach zurück. So, und dann darf das Ganze einfach eine Zeit lang schmoren. Ich stelle mal runter, so auf 7, mache mir gleich Deckel drauf und lasse das ein paar Minuten schmoren. Wenn das Gemüse durch ist, ja gut, so dolle durch muss es auch gar nicht sein, ne? Also es ist einfach ein bisschen weicher, geht das weiter. Weil so lasse ich das jetzt nicht, ne, mit Stückchen von Zwiebeln und Paprika und so. Es geht gleich weiter, aber erstmal ein paar Minuten schmoren lassen. Während das Abendessen vor sich hin brutzelt, bin ich rausgegangen und nehme die Wäsche ab. Es scheint nämlich so, als ob es bald regnen würde. Dirk hat vorhin Rasen gemäht und jetzt will er auch in den Pool gehen. Ich trage einfach mal die Wäsche rein und hole dann eine Schüssel und pflücke ein paar Tomaten. Sehr viele habe ich dieses Jahr nicht, aber ein paar sind zum Glück doch da, sodass man wenigstens so zum so snacken oder für Salat welche da hat. Dann ein bisschen noch gießen und wieder rein. Und jetzt hole ich das Fleisch aus der Pfanne raus, gieße die Soße in diesen Becher über und dann wird das einfach püriert und probiert. So, ich habe jetzt die Soße püriert. Das Gemüse habe ich rausgeholt und püriert alles. Ich habe gerade auch probiert. Es ist sehr lecker. Man braucht eigentlich nicht wirklich noch irgendwas drin. Aber man kann natürlich noch irgendwie Kräuter mit reinlegen. Und ja, ich nehme jetzt ein bisschen Dill und ein bisschen Soßenbinder. Minimal. Einfach damit das Ganze etwas dickflüssiger wird und gebe wieder zurück in die Pfanne zum Fleisch. Krach ist die Abzugshaube, nicht wundern. Jetzt einfach wieder den Deckel drauf auf den Herd und bei ganz schwacher Hitze so auf 5. ein bisschen noch brutzeln lassen, bis das durch ist. Also das Fleisch, die Hähnchen, das geht schnell. Einfach noch ein paar Minütchen blubbern lassen. Wenn die Kartoffeln fertig sind, ist das Fleisch auch, denke ich mal, fertig. Ich gucke mal, wie die Kartoffeln aussehen. Ja gut, die Kartoffeln sind eigentlich sogar schon fertig. Also per paar Minuten noch. In diesen paar Minuten kann man den Tisch decken oder ein paar Tomätchen dazu schneiden. Genau das mache ich jetzt. Einfach mal Tomaten schneiden mit ein bisschen Salz, Pfeffer und vielleicht doch ein paar Gurken auch noch dazu. Und dann haben wir auch was, wie mal Alibi-Gemüse dazu. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Also schnell, einfach. Und mega lecker. Also die Soße ist richtig lecker geworden. Kartoffeln, Fleisch, mehr habe ich heute nicht. Okay, doch, gelogen. Ein bisschen Tomaten und Gurken habe ich geschnitten und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das kann man sich dann so jetzt schnappen. Und zum Nachtisch essen wir die zweite Hälfte der Wassermelone. Die erste Hälfte haben Raffi und ich ja heute Nachmittag schon eliminiert, sage ich mal so. Genau, meine Männer warten schon auf den Startschuss, also lasse ich die jetzt nicht so lange warten. Ich rufe sie erstmal alle
zum Essen. Danach geht es für mich ein bisschen weiter mit dem Haushalt. So ein paar Kleinigkeiten muss ich noch erledigen. Ja, und ich nehme euch einfach weiterhin mit, falls ihr Lust habt. Also, bis später. Und nach dem Essen wird ein bisschen Haushalt weitergemacht. Ja, die Wäsche, die ich vorhin abgenommen habe, muss zusammengelegt und sortiert werden. Und genau das mache ich. Viel ist das nicht, aber nur. Lieber gleich erledigen, dann ist es auch schon mal weg. Und anschließend sauge ich einfach mal die ganze untere Etage durch. Eigentlich hatte ich noch ein paar andere Kleinigkeiten vorzumachen, aber dann habe ich gedacht, nö, Feierabend. Jetzt haben wir 7:45 und ich mache Feierabend. Eigentlich wollte ich noch was anderes machen. Ich glaube, Badezimmer muss unbedingt geputzt werden und noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich habe keine Lust. Ganz einfach. Läuft nicht weg, ich mache das dann morgen. Morgen muss ich auch Isabel abholen. Mein Physio fällt aus. Das heißt, der Termin ist weg. Ich kann dann ein bisschen mehr machen hier, obwohl, schade eigentlich, aber naja, kann man nicht ändern, wenn die Therapeutin krank ist, dann ist das halt so, gute Besserung, Süße. Ja, das Essen war lecker, sehr lecker, also die Soße und das Fleisch perfekt, also richtig butterzart, sehr gut geworden, meine Männer haben reingehauen, auch alles weg, außer jetzt Kartoffeln, ein paar sind noch übrig, aus denen mache ich dann eventuell entweder morgen für die Kinder Bratkartoffeln oder vielleicht mache ich auch Kartoffelsalat fürs Wochenende, das überlege ich mir noch, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, aber sonst war es das für heute. Achso, was ich nicht gezeigt habe, ich musste gerade meinen Mann ein bisschen verarzten, der hat hier so ein richtig... Ja, ziemlich so groß. Stelle bei der Arbeit sich leicht verstümmelt. Nichts Schlimmes, aber musste halt ein bisschen verpflastert werden, bevor er mich hier eingeht. Naja, nee, das hat er jetzt extra übertrieben. Ja, ist alles okay. Genau, ihr Lieben, das war jetzt mein Tag, mehr oder weniger. Nicht bei allem habe ich euch mitgenommen, aber bei ganz vielen Sachen. Den Haul kriegt ihr extra, den packe ich jetzt nicht in den regulären Vlog. Das heißt, ihr habt heute 2 Videos, die ihr bekommt. Und wegen dem Namen für den Kanal, das ist jetzt gerade wieder so groß. Danke übrigens dafür, ihr Lieben. Diskussion auf dem Kanal, ne? Dass, welchen Namen ich lieber nehmen sollte. Ja, das Suppenfee werde ich auf jeden Fall wegmachen. Und ansonsten, momentan ist das ja... Suppenfee Irinas Familienleben. Vielleicht mache ich einfach das Suppenfee weg und lasse das bei Irinas Familienleben oder Irinas Familienwelt. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, weil das umfasst dann alles, was hier so in den Videos vorkommt. Ne? Eben mein Leben, meine Welt, ist das tatsächlich, ne? So Familie, Haushalt, und so weiter und so fort. Das Wort Kochen oder so oder Küche werde ich nicht im Video, im Kanalnamen verwenden, weil das ja kein Kochkanal ist. Es wurde jetzt ein paar Mal vorgeschlagen, Irinas Küche oder sonst was. Nein, das ist noch irreführender, finde ich, weil es geht ja nicht nur ums Kochen und Backen hier. Ganz und gar nicht. Das ist einfach nur so neben Sache, ne, in den Videos, weil es halt zum Alltag von einer Familie, von einer Mutter und Hausfrau dazugehört, ne, also das Kochen und Backen. Es ist ja deutlich mehr, was ich täglich in den Videos zeige, putzen, aufräumen, einkaufen, Ausflüge auch mal, auch wenn es selten ist, lesen und so weiter und so fort. Ich kann mir gut vorstellen, dass Familienwelt
gut passen würde, Irinas Familienwelt. Also, das ist mein Favorit, was Namen angeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann unter diesem Video in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Irinas Familienwelt. Kurz, also nicht so ein riesenlanger Name. Und ich denke mal, gut beschreibend, worum es hier geht. Weil ich hatte schon tatsächlich, wenn ich jetzt zu groß irgendwie was mit Kochen und so weiter im Videonamen, ne, im Videotitel verwendet habe und nicht so viel über Haushalt oder sowas dazu geschrieben habe, dass ich dann richtig manchmal wirklich sehr, ja, angemacht wurde von Leuten, was soll das ganze Geputze? Ich bin hier wegen dem Rezept und so. Weil dann wird erwartet, dass es irgendwie ein Kochvideo ist oder so, wenn an erster Stelle jetzt das Gericht steht, was ich gekocht habe oder so, wird dann wohl erwartet, dass es ein Kochvideo ist. Und das ist es ja nicht. Es ist ganz selten, dass es in meinen Videos nur um irgendein Rezept geht. Freitag ist das oft der Fall, aber ansonsten unter der Woche ist ja meistens von allem etwas. Ne? Und da es kein Kochkanal ist, war oder auch je sein wird, muss irgendwas her, was dann das irgendwie besser beschreibt. Und ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mittlerweile die Thumbnails einigermaßen hinkriege und nicht mehr einfach nur das nehme, was mir YouTube, da sind immer so drei Fensterchen, wenn das Video hochgeladen wird, vorschlägt. Ne, das ist dann meistens irgendwas, ja, einfach aus dem Video irgendein Bild, wo ich gerade Mund auf habe oder sonst irgendwas. Mittlerweile mache ich ja die Bilder selber. Bin auch froh drum, aber ich nehme dann das, was gerade aus dem Video, ne? Einfach Momentaufnahme beim Schneiden, schneide ich dann raus und nehme das dann als Bild. Und da hier, ihr seht ja gerade eben auch, die Beleuchtung im ganzen Haus nicht unbedingt kamerafreundlich ist und ich auch kein richtiges großes dieses Licht habe. Ich habe da eins, aber ich komme damit nicht klar. Warum auch immer, funktioniert es bei mir nicht so richtig. Muss ich vielleicht mich ein bisschen besser damit befassen, so ein Ring, ne? Aber auch nur ein kleines. Eigentlich ist es für so Selfies oder so, ne? So kleinere Handyvideos gedacht. Ich muss, ja, ich kann nicht großartig bessere Bilder machen. Obwohl die Kamera gut ist, aber da ich die Momentaufnahmen aus dem Video verwende, kann ich nicht so dolle. Also ich bin nicht so da drinne jetzt irgendwie was noch mit Bildbearbeitung großartig. Ich benutze das Programm Canva, glaube ich, auf dem PC, die kostenlose Variante, um die Titelbilder zu machen. Und da bin ich auch richtig, richtig dolle stolz auf mich mittlerweile, dass ich das hinkriege überhaupt. Das habe ich jetzt auch nach und nach mir alles mehr oder weniger beigebracht durch irgendwelche Tutorials auf YouTube und so. Von daher, ja, ich habe da nicht so die Kenntnisse und ja, das Talent dazu. Muss ich sagen. Ist einfach so. Ja, ich kann putzen, ich kann kochen, ich kann aufräumen, ich kann einkaufen und sonst was. Aber alles, was mit dieser schönen Gestaltung von Videos, ne, die ganzen Special-Effekte und so weiter, das habe ich nicht drauf. Ich benutze auch immer noch das Programm, was auf dem Computer vom Windows vorinstalliert war. Der alte Movie Maker. Dafür gibt es auch kein weiteres, ne, irgendwie Updates oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz altes Programm und das bietet kaum irgendwie, außer dass du jetzt geradeaus schneiden kannst. Ich weiß auch nicht, welches Programm ich mir am besten dafür jetzt nehmen soll, weil ich mit dem Movie Maker sehr gut klarkomme, diese Aufmachung. Ne? Vielleicht kennt das hier einer von euch, wo das dann halt einfach groß auf dem Bildschirm alles, ne? Du kannst wirklich das ganze Material auf einmal sehen und kannst einfach hier und da klicken und nicht, dass es hier unten nur wie so eine Leiste dann läuft und ne? Ja, vielleicht sollte ich mich damit ein bisschen mehr befassen oder ich habe aber auch keinen, der mir das so hier direkt
vor mir, ne, an meinem Computer mir beibringen kann. Ich versuche hier und da ein bisschen was, aber alles, was bis jetzt so hier passiert, das habe ich mir alles irgendwo selber beigebracht. Natürlich würde ich gerne schönere Videos machen, in viel bessere Qualität und so, aber ich kann das nicht. So sieht's aus. Okay, jetzt habe ich schon wieder so lange gequatscht, tut mir leid, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.